Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Heute sprechen wir über die Lego Star Wars Zeitschrift Ausgabe 72 und leider ist die Zeitschrift erst heute angekommen, am 25.05. Eigentlich sollte die Ausgabe am 22.05. erscheinen. Gut, das ist sie auch, aber sie ist bei mir halt nicht angekommen. Sonst waren die Zeitschriften ja immer sehr, sehr pünktlich bei mir. Jetzt mal einmal mit Verspätung. Kann ich mitleben. Also, wer weiß, was da los war. Gucken wir uns die Zeitschrift mal an. Die wurde hier in so einer Folie geliefert. Das finde ich immer ganz schön, weil ich verwende die dann weiter. Die Zeitschrift, die kommt dann danach wieder bei mir in die Folie rein. Also, wir haben hier unser kleines Polybag. Das ist ein Jedi Starfighter. Ja, leider keine Minifigur. Das Set hat 29 Teile. Ja, ist normal gefüllt und das ist soweit erstmal in Ordnung. Ich werde es jetzt nicht aufbauen. Für mich sind ja wie gesagt immer nur die Minifiguren interessant. Aber wie sonst auch, auch hier haben wir ja noch unsere Avengers-Zeitschrift. Die habe ich ja auch letztens vorgestellt mit Thor. Thor ist sehr cool. Und dann kommen wir hier erstmal zum Inhaltsverzeichnis. Danach geht es weiter mit einem Comic. Oh, Max Rebo, sehr coole Minifigur, wie ich finde. Ja, hier sind dann auch schon die Fotos. Darth Vader haben wir mit dabei. Die Skywalker-Saga, ja, das Spiel. Boah, mal gucken, vielleicht wird es ja noch interessant für mich. Dann haben wir hier noch zwei Set-Vorstellungen, das ein oder andere Rätsel. Und hier ist dann die Anleitung mit einem Heft drin. Und auf der anderen Seite geht es bestimmt weiter, genau. Nach der Anleitung kommen wir noch zum zweiten Comic, aber das habe ich jetzt überblättert. Und die letzte Seite am interessantesten. Wir bekommen sogar zwei Minifiguren, also für mich sind zwei Minifiguren. Wir bekommen in der nächsten Ausgabe einfach mal Rey. Okay, hat eine schöne Beinbedruckung. Ich finde es in Ordnung. Und BB-8, für mich zählt er als Minifigur, von daher richtig cool. Auf die Ausgabe werde ich mich sehr freuen. Und das war es dann auch schon von meiner Seite aus. Teil mir gerne mit, wie du die nächste Ausgabe findest mit Rey und BB-8. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ciao!